Moin, moin. Tja, was soll ich euch erzählen? Sind so einige Dinge passiert, beziehungsweise nicht passiert in den letzten 2 Wochen. Deswegen habe ich 2 Videos zusammengefasst, weil wir mal wieder darauf gewartet haben, dass irgendwas passiert. Kurz nach dem Richtfest ist tatsächlich der Zeitplan gekommen. Damit hätten wir nicht gerechnet, weil hier sowieso nichts nach Plan klappt. Aber wir wurden in dem Sinne nicht enttäuscht, weil im Zeitplan stand Dienstag dieser KW9, hätten die Fenster kommen sollen. Und die sind natürlich nicht gekommen, weil wie man sieht, wird noch fleißig gemauert. Und auch wir können uns vorstellen, dass wenn nicht fertig verklinkert ist, es schwierig wird, vernünftig die Fenster einzusetzen. Die weißen Stirnblenden, die fallen zwar hier nicht so auf, aber die haben sich irgendwie da reingeschmuggelt. Wir wissen auch nicht so ganz, wann das passiert ist. Auf jeden Fall sieht es anders aus als beim Richtfest. Das ist möglicherweise auch am Samstag passiert, nach dem Richtfest unmittelbar. Gleich seht ihr kurz ein Fahrzeug aufblitzen. Das hätte eigentlich das Dixi-Klo sauber machen sollen. Blöd ist nur, dass das Dixi-Klo selber in der hinterletzten Ecke unseres Grundstücks steht. Und da war es übrigens und da überhaupt nicht hinkommt. Ob das jemals schon mal sauber gemacht wurde, keine Ahnung. Die armen Bauarbeiter. Was hat sich drin getan? Hier seht ihr unsere Bautreppe. Das ist zumindest etwas, was geklappt hat. Und so sieht das Haus nach KW9 von außen aus. Das heißt, an den Giebelseiten fehlt noch ein bisschen was vom Klinker. Und aufgrund der Witterungslage hatten wir eigentlich auch nicht damit gerechnet, dass das diese Woche noch fertiggestellt wird. Ihr könnt sehen, es gibt mehrfach diese Woche Schnee. Es ist März, es ist Norddeutschland, so wechselhaft kennt man das. Aber es wird fleißig weitergemauert. Wir lassen uns mal überraschen, ob das jetzt bei unter 5 Grad wirklich so hätte sein sollen, ob da irgendwas beigemischt ist, damit es genauso funktioniert. Und das werden wir dann an den Bauleiter adressieren. Apropos Bauleiter, da gibt es News, wie ihr über die letzten Wochen vielleicht verfolgen konntet und auch am Baufortschritt festmachen könnt. Oktober Baubeginn, jetzt März immer noch Rohbau. Der Bauleiter wird getauscht. Das heißt, wir bekommen in der kommenden Woche jemand Neuen vorgestellt. Dazu haben wir das letzte Woche leider eskalieren müssen, weil wir sehr unzufrieden waren, was allein die Kommunikation angeht. Bestes Beispiel war eigentlich die Kommunikation besagten Zeitplans. Der wurde einfach kommentarlos per Mail geschickt und wir haben uns dann das Ganze durchgelesen, waren total begeistert, dass es wirklich sehr, sehr kleinteilig und detailliert jeweils ist, bis wir dann zur Endabnahme kamen, die 2 Wochen verspätet ist. Und da haben wir uns gefragt, warum sowas denn unkommentiert bleibt. Da hat uns der Baubetriebsleiter dann auch im Nachhinein recht gegeben, dass das so hätte nicht sein dürfen. Von daher vollstes Verständnis auf einer höheren Ebene bei Fibrock. Und wir hoffen nun, dass das mit einem neuen Bauleiter ein bisschen geordneter und ein bisschen strukturierter läuft und vor allem eine bessere Kommunikation einfach herrscht. Hier kommen die Dachziegel für kommende Woche. Es wird fleißig aufgeräumt. Die haben den Rohbau echt picobello sauber hinterlassen. Kommt auch gleich nochmal im Video, wenn wir innen uns umschauen. Und wir sind gespannt, ob in der kommenden Woche, in den verbleibenden 4 Werktagen, wirklich die Rohbaufertigkeit gegeben ist, weil die nächste Rechnung ist natürlich schon ins Haus geflattert, auch wenn das Dach noch nicht gedeckt, die Fenster noch nicht eingesetzt sind und Klempnerarbeiten am Dach, sprich die Regenrinnen etc. sind natürlich auch noch nicht angebracht. Ich zeige euch jetzt das Haus von außen einmal, bevor wir dann innen reingehen. Und das Erste, was hier auffällt, uns zumindest, ist, dass die Stützen bis auf einige wenige weg sind im Erdgeschoss. Das heißt, die Decke muss nicht mehr abgestützt werden, scheint ausgehärtet zu sein. Das freut uns, denn jetzt können wir endlich mal sehen, wie dieser Luftraum wirkt. Ihr seht vielleicht im Innern, da steht noch eine Leiter und ich hatte euch ja gerade schon die Behelfstreppe zwischen Keller und Dachgeschoss gezeigt. Dort ist die Küche und über der Kücheninsel, die dann dahin kommt, ist einfach nur Dachfenster. Das wird ziemlich cool, hoffe ich. An dieser Stelle außen wird hinterher die Garage stehen. Zur Garage könnt ihr gerne in unserem Blog noch was nachlesen. Die lassen wir nämlich nicht mit Fibrock bauen. So, jetzt geht es nochmal drin in den Rundgang. Zwar hatten wir die Roomtour schon, da war aber das Dach noch nicht drauf. Deswegen wirkt es jetzt schon wieder ganz anders mit dem Lichteinfall. Das ist der Durchgang zur Garage. Hier kommt das Gäste- und Arbeitszimmer. Und ihr könnt sehen, es wurde Besen rein hinterlassen. Es liegt nirgendwo mehr Schutt rum und das ist echt fantastisch. Hier kommen wir ins Treppenhaus. Ist das nicht eine Traumtreppe? Natürlich bleibt es nicht so. Man kann auf jeden Fall hier jetzt sicher von oben bis nach unten gehen.
Das ist jetzt der Eingang in die Küche. Besagte Leiter geht hoch über den Luftraum ins Obergeschoss. Das wird natürlich hinterher nicht mehr möglich sein. Kurzer Abstecher ins Wohnzimmer. Und wenn wir nach oben schauen, dann hatte ich euch ja in einem der vergangenen Videos schon gezeigt, dass wir die USB-Platten da oben für den späteren Dachbodenausbau haben hochheben lassen. Das war's von dieser Woche. Vorschau auf nächste Woche. Dach wird gedeckt, hoffentlich. Und was in dieser Kiste ist, erfahrt ihr im nächsten Video. Also dranbleiben und abonnieren. Hinweise gibt es schon auf dem Blog oder auf Instagram.